Die Highlights werden Ihnen präsentiert von der Ostfriesen-Zeitung. Das Ostfriesland-Stadion am Samstagabend bei hochsommerlichen Temperaturen. Zu Gast der BSV Rheden, die in einer ähnlichen Situation sind wie Kickers. Und es geht gut los für Kickers. 22. Minute am Ball Tobias Steffen. Der Ball fliegt erst hoch, senkt sich vor Gujanak und schon steht es 1:0 für Kickers Emden. Tobias Steffen mit seinem 5. Saisontor, dreimal jetzt schon mit direkt verwandelten Freistoß. Aber es dauert leider nur eine Minute, bis der Gast aus Rheden antwortet. Kaisis hat hier Pech mit der Grätsche. Dann ist Ayala einen Schritt schneller als Stör und lässt Djokovic, der heute den Vorzug vor Onken erhielt, keine Chance. 1:1 im direkten Gegenstoß. Kurz vor der Pause Einwurf Kickers. Und Toni Leseur trifft David Schiller. Schiedsrichter Leon Röpke bleibt keine andere Chance. 11 Meter für Emden. Und den lässt sich unser heutiger Kapitän Tilo Steffens nicht entgehen und erhöht kurz vor der Pause auf 2:1. Steffens schon mit dem 5. Saisontreffer. Und in der 53. Minute kam es noch besser für die Hausherren. Steffens mit tollem Freistoß, Schiller schraubt sich nach oben und köpft ein zum 3:1. Für Kickers Emden. Das Ostfrieslandstadion steht Kopf. Tolle Freistoßvariante Steffens und Schiller. Das sah einstudiert aus. 83. Minute, langer Ball von Jai auf Steinwender, der heute wieder fit war. Der zieht mit all seiner Dynamik in den 16er, kann nur durch Foulspiel gestoppt werden. Und auch hier bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Und auch den lässt sich Tilo Steffens nicht nehmen. Hängt die Kugel in die Knick. 4:1 für Kickers Emden. Und das ist sein 6. Saisontreffer. Dann war Schluss in Emden. Freude, aber auch Erleichterung war überall gegenwärtig. Denn der Druck nach 2 verlorenen Spielen war schon hoch. Aber das Team von Stefan Emmerling hat sich da rausgekämpft und vor allem rausgespielt. Klasse Leistung der Kickers. So kann und darf es natürlich weitergehen. Am besten schon nächste Woche bei Lupo Martini.